Ich werde nicht mehr lange hier sein, um euch zu unterstützen. Ich gehöre zum Militär und in Zeiten des Friedens haben wir nichts in der Akademie zu suchen. Frieden? Habe ich das verpasst? Frieden? Wir haben gerade eine gewaltige Schlacht geschlagen. Aber ich werde nie vergessen, wie wir Seite an Seite für Rubrums Freiheit gekämpft haben. Die letzten Stunden des Königreichs. Rubrum startet die Operation Finis, um die Herrschaft über das Konkordische Königreich zu erringen. Der Plan sieht vor, erst die noch verbliebenen konkordischen Truppen in der Riloshi-Provinz zu vernichten und dann nach Mahamayuri vorzudringen. Auch die Klasse 0 wurde beauftragt, sich an dieser Mission zu beteiligen. Auf geht's. Kupo. Versammelt euch im Klassenzimmer der Klasse 0, Kupo. Machen wir. Er hat Details für die nächste Mission. Schauen wir mal. Ich bin mal gespannt, was genau wir jetzt machen müssen. Ob wir wieder so ein bisschen auf Deckung geben, ausgerichtet sind. So wie im Prinzip schon bei der Ostfront jetzt gerade in der großen Doppelschlacht. Wo wir ja eigentlich bloß auf den Luftschiffen waren, um so ein bisschen unterstützend zu wirken. Oder ob wir jetzt einen Spezialauftrag diesmal kriegen. Ihr habt Marschbefehl für Concordia erhalten. Bei der folgenden Kampagne handelt es sich um einen Territorialkampf, Kupo. Bei Schwierigkeiten solltet ihr euch mit vergangenen Kämpfen beschäftigen, Kupo. Von denen kann man einiges lernen. Es ist euch überlassen, ob ihr an dieser Mission teilnehmen wollt oder nicht, Kupo. Aber beteiligt ihr euch nicht, gibt es auch keine Belohnungen. Natürlich sind wir dabei. Die Mission annehmen. Es ist soweit. Bringt die Riloshi-Provinz unter eure Kontrolle und macht euch dann unverzüglich auf den Weg in die konkordische Hauptstadt, Kupo. Ich muss selber reisen? As good as done. Alright. Na gut, wie ihr meint. Ach, diese Reisen immer. Ich meine, ich habe es jetzt sicherlich rausgeschnitten aus dem Let's Play, aber als ich gerade zu dieser fehlgeschlagenen Mission hin bin, musste ich ja auch schon reisen. Von daher bin ich jetzt eigentlich gerade nicht so scharf drauf, schon wieder hier eine Weltreise anzutreten. Aber wir können ja mal kurz schauen, wo müssen wir denn eigentlich genau hin? Okay. Ich schau mal ganz kurz, ob wir eventuell einen Flug dahin buchen können. Das wäre sehr nett. So. I'm rooting for you. Sag mal an, ihr könnt doch bestimmt dahin fliegen, oder? Ja, das sieht gut aus. Ja, Roshana. Ja gut, das ist nicht ganz die Ecke, aber zumindest so halb. Was haben wir eigentlich? Zetme? Okay, das ist auch neu, glaube ich. Gut, fliegen wir nach Roshana. Ist zwar nicht so günstig, aber lässt sich nicht ändern. Spannende Animation. So, da sind wir auch schon. Jetzt müssen wir bloß noch schauen, wie wir von hier aus... Hey, das steht ja unter unserer Kontrolle. Wahnsinn. Wie wir von hier aus weiter müssen. Eigentlich will ich Roshana jetzt nicht betreten. Wir können es uns irgendwann mal anschauen. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt wirklich die Hauptmission. Geht's denn hier lang? Ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Und was für Gegner erwarten wir denn hier? Der gemeine Lopros. Gibt's auch einen netten? Achso, der ist noch gar nicht tot. Vor allen Dingen gibt es einen Toten. So, ja, ganz nett. War gar nicht so schlimm. Aber wir kämpfen mal nicht weiter. Könnte man vielleicht zum Leveln nutzen, ein bisschen die Ecke. Wir machen jetzt aber mal wirklich straightforward zu unserem Ziel. Ich nehme mal den Chocobo. Das vereinfacht die Sache vielleicht ein bisschen. Auch wenn wir hier jetzt gerade keinen haben, um den Verlust des Chocobos zu kompensieren. Was ist das denn hier für eine Stadt? Raoma, okay. Können wir uns bei Gelegenheit auch mal mit anschauen. Da gibt es sicherlich wieder einiges an Zusatzaufträgen. Okay, wir müssen hier lang. Der Pfeil ist dann doch manchmal ein bisschen irreführend, weil er eben immer bloß den Ausgang der Karte anzeigt.
Wenn davor aber noch so ein kleiner Golf ist, wie in dem Fall hier, dann, naja, sieht man es halt nicht, ne? Ah, hier geht's auch schon los. Wunderbar. Na dann, ich würde sagen... wen nehme ich? Ich glaube, ich nehme nicht 7 diesmal. Wobei, vom Level her... Doch, ich nehme mal 7 danach, aber versuche ich es mit Trey und Cater. Ausrüstung ändern wir nicht. Spezialformation ist egal, weil wir ja sowieso bloß mit einem kämpfen. So. Einfach aufgrund des Levels nehme ich 7. Aufgrund der Fähigkeiten würde ich aber eigentlich lieber Trey oder Cater nehmen. Deswegen die Reihenfolge. Okay, das wird spannend. Alright, move out. Gebau. Hergehört, ich erläutere nun die Mission. Gebau. Unsere Streitkräfte kämpfen um die Kontrolle über die Rilachi-Provinz, Cooper. Gebau. Ihr werdet sie dabei unterstützen, das feindliche HQ in Rilachi zu besetzen. Take care of it. We shall teach them to fear the Azure Dragon. Erobert zunächst das HQ in Rilachi, Kupo. Marschiert dann weiter in die königliche Hauptstadt. Okay. Nicht kleckern, sondern klotzen, wie es aussieht. Die wollen gleich richtig ran hier. Wenn, dann soll sofort das gesamte Reich fallen. Mit einer Operation. Unseren Streitkräften ist es gelungen, Shakara einzukesseln, Cooper. Stürmt und besetzt die Stadt. Die feindlichen Truppen sind stark geschwächt, aber ihr dürft auf keinen Fall unvorsichtig werden. Okay. Gut, Mocktip brauchen wir nicht. Dann wollen wir mal. Ich hoffe mal, das wird halbwegs vernünftig hier. Wow. Here we go. Hallo. Kupo, niemand hat mir gesagt, dass wir es mit einem Daikuryu aufnehmen müssten, Kupo. Sollte mir das Sorgen machen? Kupo? Order! Lass mich raten, den Daikuryu besiegen. Neutralisieren wir die Energieball um Shakara. Ach so. Gut, ich gehe mal kurz hier drauf. Oh, Sauerei. Eieiei, der haut aber auch rein. Gut, aber ich kann ihm... Oh, shit. Ich kann ihm zwar gut Schaden zufügen, aber er mir auch. Das war jetzt nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Na gut, dann müssen wir jetzt ja schon viel eher als gewollt auf Cater zurückgreifen. Dann ist das eben so. Unschön. Ja, greift man die Stadt ein bisschen an, genau. Das lief sehr suboptimal. Ich muss mich langsam wohl dran gewöhnen, dass das passiert. Das war ja gerade eben in der Feldmission auch schon ähnlich. Haben wir keine Lava-Einheit? Ah, doch. Okay, die werden hier unten immer abgefangen durch die Yukurius. Dann sollten wir dem Ganzen mal Einhalt gebieten, würde ich vorschlagen. So, greifen wir doch mal ein. Oh. Das ging leicht daneben. Oh komm, ich bin doch ausgewichen. That's the way. Keep attacking. Just like that. Gut, auf dem Wege können wir hier mal... Jawoll. Können wir dann hier zumindest mal von der Seite ein bisschen für Ruhe sorgen. Gut, da können wir jetzt erstmal auch nichts machen, sobald die Lava-Einheit dran ist. Shakara ist unter Beschuss. Leider nur durch die Frosteinheit, die wahrscheinlicherweise gar nicht so viel Schaden da ausüben kann. Und das zweite Lager, das haben wir gleich in unserem Besitz. Wo ist das dritte eigentlich? Ah, da drüben. So, mal schauen. Ich glaube, die Stadt einzunehmen könnte noch ein bisschen dauern, wenn wir mit den Frosteinheiten da drauf gehen. It's not over yet. Kommt immer weiter drauf, Leute.
brauche mehr Feuerkraft. Dankeschön. Ups. Von wo aus kann ich denn meine Befehle geben? Okay, die machen automatisch gleich mit zur Stadt hin. So habe ich mir das doch gedacht. Wunderschön. Dann wird das mit der Stadt gleich ein ganzes Stück schneller gehen, denke ich mal. Denn die Lava-Einheit ist ja darauf spezialisiert, Städte zu beschädigen. Wo ich selbst ja nicht viel machen kann. Das heißt, da muss ich mich dann wirklich darauf verlassen, dass sie das vernünftig hinkriegen. So, jetzt kommen die Einheiten auch endlich. Jetzt wird gekesselt. Wunderbar. Ich glaube, der Wall wird gleich sehr, sehr schnell fallen. Was genau? Achso, die Schutz... Ja, der Schutzschild ist gefallen. Oder? Wir müssen Chakara stürmen. Das machen wir sofort. Ich lasse dich gar nicht erst weiterreden. Gut, Unterstützung durch die Akademie brauchen wir nicht. Okay, die Truppe wird spannend heute. Mensch, der hat sogar gezielt gepasst, das ist ja Wahnsinn. Gut. Der Große war schneller weg, als ich gedacht hätte. Okay, jetzt nur noch den Kleinen. Das sollte doch eigentlich auch machbar sein, oder? Nicht, dass sich King und Nine ja noch verprügeln lassen von denen. Das wäre traurig gewesen. Du hast die Wächter Chakaras besiegt, Kupo. Das war's schon? Okay. Wir haben die Konkordische Armee umzingelt, Kupo. Jetzt gibt es für sie kein Entrinnen mehr. Entrinnen. Ah, okay. Das war's doch noch nicht. Ihr Kommandant Tonogiri ist Lady Celestias Sohn. Was man hier nicht so alles bekämpft. Hol mich. Haha, der hat gesessen. Jawoll. Ey, doch, ich glaube schon. Ich glaube, du wirst sehr wohl verlieren. Es sieht momentan nämlich nicht so gut für dich aus. Das war's. Oder lasst euch diese Chance nicht entgehen. Sammelt Tonogiris Anima. Silber Anima. Okay. Klingt spannend. Ohne Tonogiri sind die konkordischen Soldaten kopflos. Und Celestia wird ziemlich pissig sein, glaube ich. Den Rest können wir der Kommandozentrale überlassen. Wunderbar. Finde ich ganz nett. War mal etwas anders, die Stadt zu erobern, dass wir nicht erst durch die ganzen Städte, durch die ganzen Stadtteile hindurchpreschen müssen und alles wegklatschen müssen. Why won't the Azure Dragon move? Forgive me, but the Azure Dragon is a Lassie. None can hear her voice now that the Queen is gone. I know that! Why doesn't it do anything to help Concordia out of this crisis? Lassie work to fulfill the focus given them by the crystal. It is you who sought the Empire's aid to... Enough! I have it! Open Araku! Release the beast to devour the Dominion birds! Were we to do that, we would not be able to leave the palace. This is a royal decree. Release the seal on Naraku immediately. How shall we evacuate the citizens? I don't care about that. If you are truly a leader of the five-star royal guard, mount an attack and take down the Dominion. Sire. Mother, are you sure? You don't have any objections? Would you sacrifice your life for these? Hush. As Akatoki Warden of the Royal Guard, it is my responsibility to dutifully obey the King's orders and defend my country. This life
I give to the Azure Dragon and all creatures in its realm. Mother... I am certain that the path I have chosen will eventually lead to death. You... I too am a member of the Akatsuki Royal Guard. I shall walk the path laid forth by my warden, no matter what trials may await, and wherever that path will eventually lead. Very well. Ich glaube, da kommt was sehr Großes auf uns zu und natürlich hat Celestia überlebt, aber wir haben schon mitgekriegt, sie hat gleichsam auch dann ihr Leben geopfert.